Ja, hallo, liebe Freunde, liebe Businesspartner. Ja, jetzt ist es soweit. Das Jahr geht zu Ende und in ein paar Stunden sind wir im neuen Jahr. Ja, irgendwie muss man ja froh sein, dass einmal dieses Jahr abzuhaken ist, aber schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Ich weiß nur, dass wir uns ja, das Leben selbst gestalten sollten. Und nicht darauf warten, was passiert, wann was gefällt denen, wie soll, sondern wir sollten unser Leben selbst organisieren. Wir haben unser Schicksal in der Hand, wir können ja was tun, wir können ja in unserer Community unser Einkommen organisieren und unser Einkommen bestimmen, nämlich im modernen, heutigen modernen Online-Home-Business im Network-Konzept. Und um da jetzt auch genau den Nerv der Partner zu treffen, ich kann ja immer schauen, wo haben wir für die Partner die richtigen Sponsoren, welcher Sponsor passt zu dir, welches Unternehmen ist besser, wobei das ja immer schwieriger wird. Also, wenn ich immer so ehrlich, aufrichtig strebsam, soll das ja in beide Richtungen gehen, soll ja das nicht nur, was die Businessbilder betrifft, sondern auch die Unternehmen betrifft. Und da tue ich mir oft schwer, wo ich den hin empfehlen sollte oder was ich ihm empfehlen soll, weil es ja ganz, ganz wenige Firmen gibt, wo man sagen kann, okay, da haben wir eine Zukunftsperspektive, die wird es in den nächsten 10, 15, 20 Jahren noch geben. Es kommen ja jetzt immer wieder ganz neue und noch bessere und anscheinend noch das super, die beste und größte. Ja, davon halte ich gar nichts, denn ich habe schon Pferdekutzen gesehen. Also alles, was nicht mindestens 5 Jahre am Markt ist, wo man nicht weiß, wer steckt dahinter, wie sind die Produkte, wie sind sie getestet, wie kommen die Leute, wie kommt das an, kannst du heute vergessen. Denn ich propagiere nämlich Network Marketing der besonderen Art, nämlich Langzeit. Business. Zwar von zu Hause, aber Langzeit. Das soll für dich, für deine Kinder, vielleicht sogar für die Enkel passen. Und die meisten Networks sind ja nur schnell, schnell auf Kohle. Und das ist Network nicht. Network ist ein Aufbau, Stufe für Stufe und Stufe für Stufe. Hinaufarbeiten, so neue Partner hereinzuholen, diese auszubilden, diese einzupflegen und mit ihnen gemeinsam den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt zu gehen. Das ist Network Marketing. Und nicht schnell, schnell, nur weil wir dort viel Provision haben, schnell die Startup-Packs hineinknallen. Davon heute gar nichts. Und wer das machen will, soll es machen. Aber das soll ich nicht gewöhnen. Ne? Ich suche ja bewusst die Leute heraus, die wirklich das ernsthaft betreiben wollen. Und ich sage euch, Freunde, wo nichts ist, hat der Kaiser das Recht verloren. Wenn du so lange wartest, bis du kein Geld mehr hast, um ein Business zu starten, dann hast du verloren. Es ist leider so. Der Aufbau eines Business, also im Network Marketing, dauert seine Zeit. Was denn, wie oft ist es so? Das kann 18 Monate dauern, kann 3 Jahre dauern, aber es kommt immer darauf an, wie viel kannst du dir leisten? Und darum ist es gescheit, wenn du dir Partner suchst, die sich den Aufbau zeitlich und finanziell leisten können und auch leisten wollen. Wichtig. Alle, die das nicht leisten können und leisten wollen, Kunde, aus. Das müssen nur die Leute begreifen. Die glauben immer, der hat und der braucht es ja und den Geld, der braucht es, weil der hat kein Geld. Hat einen Grund, warum man kein Geld hat und ich sag, denkst dann, ihr müsst handeln wie ein Kaufmann. Ein Kaufmann, der nach dem ökonomischen Prinzip arbeitet, mit dem geringsten Aufwand größtmögliches Ziel zu erreichen. Das ist hier möglich. Denn wer nicht bereit ist, das zu tun, was notwendig ist, dass das Geschäft ins Laufen kommt, der hat verloren. Und du hast deine Zeit investiert für Leute, die, dann verlierst ja du auch. Ne? Also, aber auf der anderen Seite geht es auch um die Firmen. Und der nächste Punkt sind die Produkte. Und deswegen
schicke ja immer wieder E-Mails raus oder auch hier wieder die Botschaft oder das Ersuchen, probiert das Produkt X, habe ich geschrieben, ja, probiert es aus, testet es und teilt mir mit, was ihr davon holt. Mir geht es auch darum, wie es mit der Firma weitergehen soll. Seid ihr begeistert? Wollt ihr das machen? Ja oder nein? Seid ihr vom Produkt begeistert? Hilft es, macht es, tut es? Ich möchte jetzt mehr Erfahrungsberichte. Völlig, die werden nicht irgendwo verwendet, sondern das sind nur für mich, dass ich weiß, wohin soll die Reise gehen. Im Einzelgespräch traut er sich dann nicht, aber so kannst du es schicken, sagt, ja, Produkte finde ich toll, bei mir hat sich das, das oder das ergeben. So, schickst mir, okay, wird dann eingestampft. Ich muss nur Statistik haben, Gesetz der großen Zahl. Wie viele Freunde sind von dem Produkt XY oder Produkt Schiene begeistert und wer weniger? Auch das weniger ist für mich wichtig. So, was jetzt dann im neuen Jahr, ab Jänner, Februar, dann auf uns zukommt, wohin wir jetzt dann unsere Hauptpromotion-Richtung legen, wird auch davon, von diesen Umfragen jetzt dann abhängig. Ich mache telefonische Umfragen mit E-Mails, auch mit Videos, dass man Aufforderung, bitte schickt mir die Infos. Und ja, und dementsprechend werden wir unseren Schwerpunkt dann für das neue Jahr auslegen. Ich kann nur den Leuten helfen, die sich helfen lassen wollen und die ein Ziel haben, die etwas erreichen wollen und die bereit sind dafür, das zu tun. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schauen, dass all die Tools, also die Werkzeuge und alle die Möglichkeiten so aufbereitet werden, dass sie unsere Freunde, unsere Businessbilder sich leichter tun für die Entscheidung, dass sie auch ihr Warum finden. Das mache ich auch ab Jänner starte mit dem jeden Dienstag um 19.30 Uhr auf Zoom. Auf meiner Seite ist alles drauf, packst du anklicken, gehst rein. Da mache ich nichts anderes, dass man redet mal über das Leben, redet mal darüber, wie man mit den Werkzeugen, mit Network Marketing, wenn du so willst, mit Home-Based Business oder mit Home Network in Richtung Quality of Life kommen. Vielleicht sogar so weit kommen, sag, ich muss jetzt nicht mehr in die Arbeit fahren. Ich kann jetzt mit dem Einkommen, das ich über die Firma X mit dem Network Marketing System, mit dem modernen Home Network eben hier erziele, kann ich mich erhalten, kann die Familie mit erhalten und kann ein gutes Leben in Köln leben. Das ist für mich das Slow Living, in Ruhe, ohne Hektik, ohne Stress zur Qualität, zur echten Lebensqualität zu kommen. In dem Sinn, danke jetzt schon für die vielen Rückmeldungen und ja, wünsche euch tolle Zeit, kommt gut rüber und wünsche euch Gesundheit, Erfolg und ein zufriedenes, friedliches Leben, dort immer, wo ihr gerne leben wollt. Ich hoffe, es ist irgendwo draußen schön im Grünen, in guter Natur, guter Luft und ihr könnt das Leben dort genießen, ohne Hektik und ohne Stress. Dir und euch und eurer Familie alles Liebe und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht vergessen, schickt mir die Erfahrungsberichte, wie gesagt, per E-Mail. E-Mail-Adresse ist eh drauf und würde mich freuen, viele, viele Erfahrungsberichte zu kriegen von euch. Dann schauen wir, wie wir das neue Jahr gestalten. Das können wir ja dann immer, wer jetzt ständig auch diese Info-Meetings dann machen, wo wir uns austauschen. Alles Liebe, ciao.